Hey meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 9. Ich wollte ja, bevor wir zum Dorf der Schwarzmagier gehen, noch in einen Morast und ein paar Frösche fangen. Der befindet sich zum Beispiel hier. Das ist einer von denen, die wir jetzt durch das Schiff eben ansteuern können. Ich habe die verkehrte Taste gedrückt. Ich wollte einfach nur aussteigen. So, ich befinde mich, ihr könnt es ja auf der durchsichtigen Karte schon sehen, ich befinde mich hier. Hier ist dieser Morast. Gibt bestimmt noch den einen oder anderen. Ich wollte euch den aber einfach mal zeigen. Ich werde auch jetzt nur in diesen einen reingehen, weil wenn wir später noch mehr unterwegs sein können, dann das macht einfach zu einem späteren Zeitpunkt mehr Sinn, sagen wir es einfach mal so. Ist dann leichter, als jetzt mit dem Schiff zu gucken, wo ist der Strand, dann auf dem Land herumzulaufen, in der Hoffnung, dass man da richtig ist und so. Was ist denn heute los? Ich drücke nur die falschen Tasten. Das reicht doch schon, wenn ich das in Aklima mache. Aber im Grunde genommen sind die Moraste alle identisch. Ich musste gerade gähnen. Ich habe ein bisschen wenig Schlaf gehabt. Ja, kommt davon, wenn man zu spät ins Bett geht, ne? Und früh wieder raus muss. Zum Glück habe ich Urlaub. Gerade aktuell, wenn ich es aufnehme. Wenn es online kommt, dann ist dann mein Urlaub schon längst vorbei. Gucken wir mal, wie erfolgreich wir sind. Da kommt, den kannst du fangen. Ich habe jetzt natürlich nicht auf dem Schirm, wann wir die nächste Belohnung kriegen. Ich hoffe ja bei 20. Seid nicht so scheu. Mal gucken. Kriegen wir bei 20? Nein. So, ich hoffe, das sind jetzt Männchen und Weibchen. Sollen sie sich wieder ein bisschen bevölkern. Gut. Dann können wir nämlich als nächstes ins Dorf der Schwarzmagier gehen. Okay, der Zufallskampf war jetzt nicht weltbewegend. Das war dieser Boss, was heißt Boss, ne? Aber der, hier kann man glaube ich Ameisenlöwen übrigens treffen, ne? Vom Jagdfestival die größte Bestie, diese Zanga. Gefühlt war er genauso schwach. Oh, ein kleiner Sandwurm. Da kann ich jetzt mal Atmos ausprobieren. Strudeln. Hm. Oh ja, Strudel hat ein bisschen Schaden gemacht. Landwurm heißt er. Naja, machen wir den Kampf hier noch fertig. Das dürfte hoffentlich kein Problem sein. Und Lilly hat hoffentlich keine Aussetzer. Das ist nämlich das Gefährliche, momentan mit Lilly dann eben zu spielen, ne? Nein, hat er Konfus. Das wäre aber nicht gut.
Okay, der hat keinen Kunstschutz. Nicht gut. Dings hat natürlich jetzt nicht mehr so viel für, Oh, Gott sei Dank. Hab nämlich schon Queen Amel auf Zidane angesetzt, damit der Konfus dann weggeht im Endeffekt. Da wollte aber eigentlich Garnet auf ihn loslassen. Und dachte mir dann, okay, da muss ich heilen. Dann sehe ich nur noch die MP von Garnet und denke mir, oh Scheiße. In kurzen Worten, es läuft. Ich glaube, ich zelte mal gerade. Halt zwar nicht vollständig, aber na hin. Auf jeden Fall Erdbeben. Aber mehr können wir hier scheinbar nicht machen. Trotzdem höchst interessant. Oh, mit Garnet habe ich nur noch die Accessoires zum Lernen. Jetzt hat sie Atmos gelernt. Als nächstes dann jetzt Leviathan dran. Zeige ich euch mal gleich beim Kampf. Ich glaube, den habe ich noch nicht gezeigt, ne? Ne, ich glaube nicht. Der Gegner ist so der typische Gegner, von dem man Himmelswind lernt. Man kann natürlich auch von anderen Gegnern Himmelswind lernen, aber das ist so der Klassiker. Oh, Himmelswind können wir direkt mal anwenden. Oh, Lilly kann sich nicht konzentrieren. Natürlich. Der Vorführeffekt. Deswegen werde ich, wenn wir die Story vorantreiben, auch statt Garnet dann eben Aiko bei uns haben, weil auf die einfach mehr Verlass ist. Ah, jetzt macht es doch. Tsunami heißt die Attacke. So, wieder in unserem Schiff. Gucken wir mal, dass wir dahin kommen, wo wir hinwollen. Ich weiß gerade nicht, wo genau ich da an den Strand gehen muss. Aber eigentlich dürfte es direkt beim Wald sein. Das sieht doch gut aus. Ja, wir sind hier richtig. Könnten eigentlich
bestimmt noch einen Abstecher im Morast. Na, das können wir auch auf dem Rückweg. Fällt gerade ein. Ach, hier ist es noch nicht wichtig, dass, ob ich jetzt die richtigen Mitglieder dabei habe oder nicht. Danach auf jeden Fall. So, gleich sind wir im Dorf. Diesmal können wir direkt auf, also auf direkten Wege hin, müssen nicht extra noch dieses Rätsel mit dem Wald machen, wo die Eulen wohnen etc. Scheint keiner da zu sein. Wo sind die alle hin? Ich gehe sie suchen. Das machen wir natürlich auch. Wir gehen aber direkt auf den Friedhof. Weil die sind wirklich alle weg. Vielleicht ein paar Vereinzelte, die was noch verkaufen. Nee, nicht mehr. Der Schmied ist noch da. Naja, wir müssen jedenfalls zum Friedhof. Wo sind denn alle hingegangen? Sie sind alle Kuja gefolgt. Zurückgeblieben sind nur die zwei in der Schokobo-Hütte und ich. Warum? Warum sind sie mit so jemandem mitgegangen? Sie haben es alle erfahren, dass wir nur eine bestimmte Zeit aktiv sein können. Und Kuja versprach, ihnen ihre Lebenszeit zu verlängern, wenn sie sich ihnen anschließen würden. Aber deswegen können sie doch nicht einfach mit diesem Kuja gehen. Hast du denn etwa schon vergessen, was er uns angetan hat? Er hat uns nur wie einfache Werkzeuge behandelt. Vielleicht ist das alles, was wir sein können. Wir wurden doch erschaffen, um den Menschen zu gehorchen. Hey, hey, Mama hat lang immer noch keinen Grund. Wo sind sie hingegangen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann meine Freunde nicht verraten. Warum bist du noch hier? Warum bist du nicht mitgegangen? In der Schokobo-Hütte sind auch noch zwei. Vivi! Jupp, jupp, jupp. Warum der jetzt nicht mitgegangen ist? Vielleicht hat er doch nicht ganz dran geglaubt, dass das verlängert werden kann oder hat sich damit abgefunden. So, jetzt gehen wir zu den Zweien in der Schokobo-Hütte. Wir müssen ja schließlich herausfinden, wohin sie gegangen sind. Macht sofort die Tür auf. Vivi, ihr sollt aufmachen. Oh, der Schokobo ist geschlüpft. Es ist geschlüpft. Oh. Warte. Es ist geschlüpft. Es ist geschlüpft. Es ist wirklich geschlüpft. Es ist wirklich geschlüpft. Ich kann es gar nicht glauben. Es ist also tatsächlich geschlüpft. Es ist wirklich geschlüpft. Warum seid ihr hier geblieben? Wir mussten uns um das Ei kümmern. Deswegen sind wir geblieben. Eigentlich wollten wir mitgehen, aber die anderen wollten, dass wir auf das Ei aufpassen. Ich habe es die ganze Zeit über gehütet und ab und zu ein bisschen gewärmt. Hoffentlich kommen alle bald wieder. Dann können sie das geschlüpfte Küken sehen. Sie werden sich bestimmt alle unheimlich freuen. Wir brauchen auch einen Namen. Huch, ich fühle mich so komisch. Ich auch. Na, hoffentlich bleibt ihr jetzt nicht stehen. Na, was machst du denn hier? Hast du dir etwa auch Sorgen um das Ei gemacht? Ich weiß es nicht. Ich hatte solche Angst und ich wollte wieder wegrennen. Wollte mich an Kuja klammern, damit ich auch. Aber dann dachte ich, dass es bestimmt etwas Wichtigeres gibt als... Sag mal, kann ich dir eine Frage stellen? Frag nur. Werde ich auch bald stehen bleiben? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass die Prototypen, die vor uns geschaffen wurden, ein wenig länger leben. Zumindest hat uns Kuja das so gesagt. Aber irgendwann werde ich stehen bleiben, stimmt's? Als mein Großvater gestorben ist, war ich mir dessen nicht so bewusst. Er sagte mir, ich dürfte nicht traurig sein, deswegen habe ich versucht, nicht traurig zu sein. Vielleicht ist es deswegen, dass sich in mir nur so ein komisches Gefühl breit macht, wenn ich etwas über meine stehengebliebenen Freunde höre. Dann weiß ich nicht, was ich machen soll, wenn ich mich plötzlich so fühle. Aber weißt du, als die Mutter von Lilly starb und ich sah, wie sie weinte, da habe ich gedacht, das bedeutet es also, traurig zu sein. Aber so kann ich doch nur gedacht haben, weil ich kein Werkzeug zum Töten bin, oder? Es ist alles so schwierig und kompliziert. Vieles verstehe ich immer noch nicht.
Aber zumindest das habe ich verstanden. Deswegen bin ich schon ein wenig beruhigt. Und deshalb? Gerade deshalb werde ich Kuya, der in meinen Freunden nur Werkzeuge sieht, niemals verzeihen. Niemals. Wären sie von ihm nicht betrogen worden, hätten sie es auch eines Tages verstanden. Dass wir keine Werkzeuge zum Töten sind. Vivi. Im Osten des Kontinents ist das Versteck von Kuya. Fahrt mit einem Schiff bis an die Ostküste des Kontinents. Sucht in der Wüste nach einer Stelle mit Treibsand. Danke. Ich hoffe, ich kann eines Tages genauso stark sein, wie du es bist. Lustigerweise waren wir genau an dieser Stelle schon. Also nicht das Beben, sondern da, wo ich gesagt habe, da sind so Wirbeldinger, da könnten wir gegen Ameisenwürfen kämpfen. Sogar Vivi sucht alleine verzweifelt nach einer Antwort. Was habe ich denn verglichen zu Vivi schon geleistet? Ich dachte, durch Zidane könnte auch ich mich ändern. Nach der Thronbesteigung wollte ich mich auch ändern. Aber ich habe mich überhaupt nicht verändert. Ich bin immer noch die kleine, nichtswissende Prinzessin von damals. Dass dieser Vivi so schwer am Grübeln war. Lilly? Lilly, du hast doch auch gehört, was er gesagt hat, oder? Die Heulsuse ist ja richtig erwachsen geworden. Lilly? Du hast dir das doch nicht etwa zu Herzen genommen. Vivi ist Vivi und du bist du. Du solltest das wirklich nicht alles so ernst nehmen. Hey, Zidane. Was gibt's? Alles klar. Gut, dann lasst uns gehen. In den Osten des Kontinents, da wo der Treibsand ist, oder? Genau, da ist Kuyas Versteck. Und da gehen wir natürlich hin. Jetzt gäbe es nochmal die Möglichkeit, den Schwarzgurt zu holen, der oben auf dem Dach ist. Oder der hinter der Theke. Hinter der Theke ist ein Leiter hoch aufs Dach. Ja, genau so. Aber das hatten wir schon uns geholt. Deswegen gehen wir raus und wieder dahin, wo wir vorhin waren. Ich habe vollkommen vergessen, ich wollte ja noch im Morast noch ein paar Frösche fangen, bevor ich zurück zum Boot gehe. Das mache ich natürlich noch. No, guck mal, ein paar Kaulquappen sind da, wie süß. Ob es sich lohnt. Wie süß, Kaulquappen. Okay, wirklich lohnt, tut sie sich nicht, ne? So, noch den. Ah, perfekt. Bestimmt kriege ich eine Belohnung, die ich schon habe. Das war irgendwie bei den letzten Sachen. Ja, natürlich, Silbergabel habe ich schon. Naja. 23. Im Endeffekt brauchen wir 99 Frösche. Das wird auch noch ein Spaß, wenn wir da... Ich glaube, das kriegt Queen hat dann eine Waffe. Eine starke Waffe. Oder für ihn die stärkste Waffe. Wieder zurück auf den Schiff. Gehen wir jetzt dorthin, wo wir vorhin schon waren. Ah, warte mal, darum. Ich habe auch schon meine Mitglieder ausgetauscht. Ich habe jetzt Freya bei mir, weil ich sie ein bisschen leveln möchte, weil die ist Stufe 17. Hallo. Außerdem hat sie ja so Attacken, wo dann Regina auf alle gemacht wird. Das ist natürlich sehr verlockend. Ich habe Alko dabei, weil ich mich auf sie mehr verlassen kann, was die Zauber angeht. Und Stein habe ich weiterhin dabei, weil ich den auch noch leveln möchte. Eigentlich müsste ich auch Queen ein bisschen leveln. So, ich speichere an dieser Stelle nochmal und Zelte vor allem auch nochmal. Und dann zeige ich euch die Stelle, die relevant ist, weil da sind mehrere Sandstrudel. Das haben wir schon aus der Entfernung gesehen. Aber ich meine, nur einer führt uns in das Versteck von Kuya. Die anderen sind Kämpfe gegen Ameisenlöwen. Und da habe ich auf keinen Fall Lust dazu, weil A, ich habe Vivi zum Beispiel nicht dabei und B, ich habe keine Lust dazu. Müssen wir nur gucken, welches davon. Aber erstmal ein Kampf, toll. So.
jetzt muss ich mal gucken. Okay. Die sehen ja ziemlich gleich aus. Und beides. Die hier. Da kommt auch Dampf raus, aber der nicht. Ich glaube, das ist der, den wir benötigen. Ich würde aber an dieser Stelle einen Schnitt setzen. Das passt, glaube ich, ganz gut bei dem, was ich rausschneide, dass es für eine Folge reicht, sodass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Und dann werden wir Kuyas Versteck betreten. Bis dann, tschüss, eure Teil.